Yes. Vielen Dank für die Einführung, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin also aus Gent und das heißt nicht tief verwurzelt eigentlich in dem deutschen Literatur- und Feuilletonbetrieb, jedenfalls weniger als die meisten Moderatoren dieser Art von Veranstaltungen. Mit dem Werk von Monika Maron bin ich, glaube ich, aber trotzdem ganz vertraut, vielleicht auch mehr als die Moderatoren der meisten dieser Veranstaltungen. Ich habe darauf, wie Sie wahrscheinlich auch, es sei denn, Sie sind aus Deutschland angereist, einen Blick von außen, glaube ich. Monika Maron, meine Damen und Herren, ist für mich eine Autorin, die Mut macht, Mut in vielerlei Lebenslagen, mit mutigen Büchern, mutigen Figuren, auch mutigen Gedanken. Und ich glaube, in der Rolle gefällt sie sich selber auch am besten. Ich weiß nicht, ob Sie in Erinnerung haben, was Frau Kanzlerin Angela Merkel ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zum neuen Jahr gewünscht hat in ihrer Neujahrsansprache. Es war darin die Rede von immer neuen kleinen Anfängen. Also das war auch die Überschrift, unter der dann in den Medien darüber berichtet wurde, über diese Neujahrsansprache von Frau Merkel, dass sie eben jedem Einzelnen den Mut wünscht zu immer neuen kleinen Anfängen. Und diese guten Wünsche hat Frau Merkel, ob Sie es glauben oder nicht, sich eigentlich geliehen bei Monika Maron, könnte man so sagen. Ist es doch eine Figur aus dem Roman Endmoränen aus dem Jahr 2002, die genau das zu der verzweifelten, etwas resignierten Heldin Johanna sagt. Igor, das ist ein arroganter, aber lebenskluger Russe, meint da auf Seite 240, man müsse im eigenen Leben vor allem dafür sorgen, dass es zu jeder Zeit genügend Anfänge gibt, glückliche Anfänge. Johanna glaubt ihm und als sie dann gegen Ende des Buches einen Hund findet, dann sieht sie in der Begebenheit auch einen wunderlichen Anfang. Neuanfänge gibt es auch in der Biografie der Autorin selber ganz viele. Aufgewachsen ist sie in Berlin als antifaschistisches Kind, zuerst in Neukölln, das später nach der Teilung dann zu West-Berlin gehörte, dann ist sie in den Osten der Stadt gezogen mit ihrer ebenfalls antifaschistischen Mutter. Danach hat sie an der Humboldt-Universität in Berlin Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte studiert und das merkt man auch an dem Buch, über das wir heute reden wollen, ein Zwischenspiel. Danach folgten einige Jahre als Journalistin, zuerst bei der Für dich, einer Frauenzeitschrift, und das soll schrecklich gewesen sein. Danach aber auch als Reporterin bei der für Ostverhältnisse eigentlich ganz netten Wochenpost. Und aus dieser Erfahrung als Journalistin ist später dann Monika Marons erster Roman gewachsen, das war Flugasche. Dieses Buch ist nach einem langwierigen Verhandlungsprozess mit der ostdeutschen Kulturbehörde, mit dem Kulturministerium, schließlich nur in Westdeutschland erschienen bei S. Fischer im Jahr 1981. Und ein paar Details aus der Veröffentlichungsgeschichte dieses Romans finden sich auch beschrieben in dem Buch, über das wir gleich reden wollen und aus dem gleich gelesen wird im Zwischenspiel. Der Weg jetzt von Flugasche bis Zwischenspiel ist ziemlich lang. Es liegen fast 3,5 Jahrzehnte Schriftstellerleben dazwischen, in denen Monika Maron weitere Romane, auch ein paar kürzere Erzählungen verfasst hat, auf die wir, hoffe ich, dann im Laufe des Abends noch zu sprechen kommen können. Sie hat auch Poetikvorlesungen verfasst, einen Bericht über die heutige Lage im Industriegebiet in Bitterfeld. Und Sie kennen die Autorin wahrscheinlich auch als politische Kommentatorin
die sich öfters zu Wort gemeldet hat in Wendezeiten, aber auch später zu deutsch-deutschen Verhältnissen, zu Fragen des deutsch-deutschen Zusammenlebens, aber zum Beispiel auch als leidenschaftliche Fürsprecherin von Joachim Gauck, der ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, in seinen Reden sehr gern über Freiheit und Verantwortung spricht. Und Sie haben es soeben schon angekündigt, auch das ist ein Thema, das sehr wichtig ist für Zwischenspiel. Nun, das Zwischenspiel von der Presse begeistert aufgenommen wurde, haben Sie auch bereits gesagt. Es wurde eigentlich in allen großen und kleineren, in jeder kleinen Tageszeitung auch rezensiert und hymnisch gelobt. Was vor allem positiv hervorgehoben wurde, immer wieder, ist der sich hier voll und ganz entfaltende Maron Sound, obwohl das ein zu modisches Wort ist eigentlich und vielleicht soll ich das mal anders übersetzen und es die unverkennbare Eleganz der Formulierung nennen und der Sprache. Was auch gelobt wurde, war die Leichtigkeit und gleich auch Klugheit, mit der hier in diesem Buch über die ganz großen Fragen des Lebens nachgedacht wird. Wovon das Buch jetzt weiter handelt, will ich nicht verraten, weil die Autorin in ihrer Lesung auch gleich mit dem Anfang anfängt und Sie das dann auch am besten so mitverfolgen können. Ich bedanke mich herzlich bei Elke Gilson für die sachkundige Einführung. Ich sage zu dem Buch jetzt wirklich auch erstmal gar nichts, weil ich fange ja mit der Seite 1 an. Das heißt, so wie ein Mensch, der das Buch liest, ja auch selber anfängt, ohne Erklärung. Vielleicht muss ich später ein bisschen was sagen, dann tue ich es. Obwohl ich mich an den Traum nicht erinnern konnte, hinterließ er in mir ein bedrückendes Gefühl, das jeden Gedanken oder auch nur einen ziellosen Blick aus dem Fenster verdunkelte, ohne dass ich einen Zusammenhang herstellen konnte zwischen Traum und Wachsein. Jeder Versuch, mich dem Traumgeschehen zu nähern und ihm wenigstens ein Erinnerungsfetzen zu entreißen, verjagte es erst recht in hoffnungslose Ferne. Nur ein dumpfes Unbehagen blieb, das irgendein unaufklärbares nächtliches Geschehen in mir hinterlassen hatte. Vielleicht war der Traum ja nur ein Vorgriff auf den Tag gewesen, den ich zwar im Kalender schwarz eingerahmt, dem Gedanken daran aber keine konkrete Gestalt gegönnt hatte. Nur die Blumen hatte ich rechtzeitig bestellt, weiße Rosen mit einer kleinen weißen Schleife in Liebe ruht. Der Regen der Nacht dampfte über dem Straßenpflaster und ein gelblich-grauer Himmel warf sein Licht wie ein Schleier über Häuser und Bäume. Wetter.de versprach einen trockenen Tag und Temperaturen um die 20 Grad. Ich suchte nach passender Kleidung, entschied mich für einen leichten, dunkelgrauen Anzug und flache Schuhe. Zu Beerdigungen ging ich nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ oder wenn ich glaubte, den Toten müsse meine Abwesenheit kränken. Auch wenn ich nicht an ein Leben nach dem Tod glaubte, stellte ich mir dann vor, der oder die Gestorbene wäre auf geheimnisvolle Weise anwesend, suchte Kinder, Enkelkinder und Freunde, fände mich nicht unter ihnen und müsste nachträglich an meiner Zuneigung zweifeln. Ich hatte lange überlegt, ob ich zu Olgas Beerdigung gehen sollte, und letztlich war es dieser kleine Rest von lächerlicher Unsicherheit, der meine Entscheidung bestimmt hatte. In der letzten Zeit hatten wir nur noch miteinander telefoniert, Olga und ich. Am Dienstag nach Ostern hatte ich sie endlich besuchen wollen, aber dann rief Olga an und sagte, sie fühle sich nicht wohl und dass wir unser Treffen lieber verschieben sollten. Und nun war Olga tot. Ich suchte bei Google Maps die Fahrtroute zum Friedhof am östlichen Stadtrand und las noch einmal den Text der Traueranzeige. Gott sei Dank haben sie nicht geschrieben, plötzlich und unerwartet, dachte ich. Niemand stirbt unerwartet, wenn er fast 90 ist. Zwar auch nicht erwartet, immerhin hatten wir uns für den Dienstag nach Ostern verabredet, aber Olga fühlte sich nicht wohl und wenn man sich mit 90 nicht wohl fühlt, kann das schon den Tod bedeuten. Das hätte ich bedenken sollen.
Beim Frühstück las ich die Zeitung von gestern. Ich las immer die Zeitung von gestern, weil ich für gewöhnlich frühstückte, bevor ich duschte und mich ankleidete und nicht im Bademantel aus der vierten Etage zu den Briefkästen ins Erdgeschoss fahren wollte und wieder hinauf und weil ich die neuesten Nachrichten ohnehin nicht aus der Zeitung erfuhr, sondern aus dem Radio oder dem Fernsehen und weil es darum egal war, ob ich die Zeitung von gestern oder heute las. Früher hatte ich vom Aufstehen bis zum Verlassen des Hauses 1,5 Stunden gebraucht. Inzwischen waren es 2,5. Wenn ich wie üblich um 9 Uhr in meinem Büro im Museum sein wollte, musste ich um 6 Uhr aufstehen. Olgas Beerdigung war um 11 Uhr angesetzt. Ich war trotzdem wie jeden Morgen um 6 Uhr erwacht, noch ehe der Wecker klingelte, direkt aus meinem Traum. Der Traum. Für einen kurzen Augenblick war er plötzlich zum Greifen nah, nur ein Gefühl, kein Bild und dann wieder nichts. Vielleicht hatte ich vom Tod geträumt, dachte ich. So ein dunkles Nichts kann nur der Tod sein. Ich überflog die Überschriften auf der Seite für Vermischtes. Vorbeatmung gestoppt, las ich und überlegte, was Vorbeatmung sein könnte. Las noch einmal, Verbeamtung gestoppt, gut. Und jemand hatte sein Baby aus dem Fenster geworfen, das war kein Lesefehler. Im Feuilleton fand ich einen ausführlichen Bericht über einen spektakulären Kunstfälscherprozess, gab die Lektüre aber schon nach dem ersten Absatz auf, weil mir die Schrift vor den Augen verschwamm, als würden die Buchstaben Schatten werfen. Ich putzte die Brille, setzte mich dichter ans Fenster, es half nichts. Ein mir bis dahin unbekannter Defekt meiner Augen machte das Lesen so anstrengend, dass mir davon schwindelig wurde. Vielleicht der Kreislauf, dachte ich, riss die Seite raus und hob sie auf für später. Ich war nervös. Außer Olga hatte ich seit fast 20 Jahren niemanden von der Familie mehr gesehen, auch Bernhard nicht. Vor allem Bernhard nicht. Als Fanny mir vor 5 oder 6 Jahren zum ersten Mal von ihrem Besuch bei Bernhard erzählte, hatte ich ohne nachzudenken gefragt, was wolltest du denn da? Fanny zog die Augenbrauen hoch, reckte kampfbereit ihren schmalen Hals und sagte, er ist mein Vater. Danach hatte ich meine Tochter nicht mehr nach Bernhard gefragt. Ich nahm es hin, dass für Fanny der Vater wichtiger war als sein Verrat. Es ging mich nichts an. Natürlich ging es mich etwas an, denn ich allein hatte Bernhard zu Fannys Vater werden lassen. Aber das war in einem anderen Leben passiert, an das ich mich kaum erinnern konnte. Nur Olga und Fanny hatte ich aus diesem Leben mitgenommen. Bernhards Mutter und Bernhards Tochter. Aber Bernhard selbst hatte ich vergessen. Ich wusste, dass ich 3 Jahre mit ihm gelebt hatte. An unsere Wohnung erinnerte ich mich genau. 2 große, sonnige Zimmer in einem heruntergekommenen Haus in der Wörterstraße. Ich wusste, wie Bernhard aussah damals. Und dass er Gitarre spielte, vielmehr nicht. Er lag in meinem Gedächtnis irgendwo archiviert, vergraben unter späterem, das auch vergraben war unter noch späterem, eine Erinnerungsleiche, farblos, geruchlos, kalt. Dass er der Vater meines einzigen Kindes war, sah ich als eine emotionsfreie Tatsache an, der ich nur für den Fall einer eines Tages vielleicht notwendigen Knochenmark oder Organspende für meine Tochter Bedeutung zumaß. Ich hatte von Bernhard niemals Geld oder Verantwortung für Fanny verlangt, nachdem ich ihn verlassen hatte. Wenn ich mit dem Kind ohne seinen Vater leben wollte, musste ich auch allein dafür sorgen. So jedenfalls erklärte ich mir und anderen damals meinen Verzicht. Seit einer Woche, seit ich wusste, dass ich Bernhard an Olgas Grab treffen würde, rumorte es in den Verliesen meiner verbannten Erinnerungen. Ungebeten tauchten Bilder auf, Andi mit einem Verband um den kleinen Kopf, mit dem er vom Fahrrad gegen die Kühlerhaube eines Lastwagens gestürzt war und sich dabei den Schädel aufgeschlagen hatte. Frontalhirnsyndrom, eine Schädigung des vorderen Stirnhirns. Mit blindem Blick lag er in seinem Bett, eine Nadel in dem weichen Handrücken, durch die eine Nährlösung in den kleinen Körper floss. Andi war Bernhards Sohn, den er kurz nach dem Abitur
mit einer 3 Jahre älteren Kellnerin, die außerdem Gedichte schrieb, gezeugt hatte. Das Kind lebte bei seiner Mutter. An den Wochenenden brachte sie es oft zu Bernhard, der noch bei seinen Eltern wohnte. Für Olga war Andi wie ein dritter, nicht mehr erwarteter Sohn. Madeleine, so hieß die Mutter, ließ ihn immer öfter auch während der Woche bei Olga, bis sie ihn eines Tages überhaupt nicht abholte und tagelang nicht erreichbar war. Nach einer Woche rief sie an, sie sei in West-Berlin, mehr könne sie nicht sagen. Es tue ihr alles furchtbar leid, aber Andi sei bei Olga und Bernhard bestimmt besser aufgehoben. Andi blieb bei Olga, auch als Bernhard eine eigene Wohnung bekam. Später, als Bernhard und ich zusammenzogen, wollte Andi bei seinen Großeltern bleiben. Damals lebte Hermann noch. Nach Andis Unfall zog Olga zu ihm ins Krankenhaus, fütterte ihn, wusch ihn, las ihm Geschichten vor. Als er aus dem Koma erwachte, brachte sie ihm wieder das Laufen und Sprechen bei. Sie massierte seine verkrampften Hände, ließ sich von der Physiotherapeutin einweisen, turnte mit ihm. 4 Monate lang half sie ihrem Enkelsohn zurück ins Leben. Als sie mit ihm wieder nach Hause kam, war sie mager und entkräftet. Fanny war noch nicht einmal ein halbes Jahr alt, als Bernhard erklärte, Andi werde zukünftig bei uns leben. Er werde nie wieder sein wie vor dem Unfall, seine Mutter schaffe das nicht mehr. Auf dem Wohnungsamt, wo wir eine größere Wohnung beantragten, sagte man uns, dass unverheiratete Paare keinen Anspruch auf eine gemeinsame Wohnung hätten. Beim Standesamt bekamen wir einen Termin in 4 Wochen. 2 Wochen vor der Hochzeit nahm jemand mich mit zu einer Haschischparty. Ein Typ aus West-Berlin hatte Stoff für 10 Personen über die Grenze geschmuggelt und gab einen Einführungskurs in die Kunst des Haschischrauchens. Er zeigte uns, wie man die Zigarette richtig halten musste und hatte die passende Musik mitgebracht. Ich wusste nicht mehr welche. Wir lagen nebeneinander auf Kissen und Decken und überließen uns erwartungsvoll dem Rausch. Allmählich versanken das Zimmer, die Menschen, nur die Musik schloss einen Raum um uns und ich sah in der Ferne eine Lawine von gewaltiger Größe, ein weißes, von Schneestaub umnebeltes Monster, das lautlos auf mich zuraste, bis es mächtig und gefräßig über mir hing und mich im nächsten Augenblick verschlingen würde. Noch ehe das Licht wieder eingeschaltet und das Experiment für beendet erklärt wurde, wusste ich, dass ich gerade gesehen hatte, was ich seit Wochen fühlte und nicht einmal mir selbst einzugestehen wagte. Etwas raste auf mich zu, das mich unter sich begraben würde, das ich fürchtete, wovor ich davonlaufen musste, so schnell ich konnte. Bernhard war auf einer Dienstreise in Sachsen oder Thüringen. Ich rief am nächsten Morgen beim Standesamt an und sagte die Hochzeit ab. Aufgeschoben oder aufgehoben? Fragte die Frau. Aufgehoben, sagte ich. Als ich mit Fanny auszog, war die Narbe über Andis Stirn schon wieder von Haaren verdeckt. Aber in meiner Erinnerung hockte er schweigend im Krankenbett, um den zerbrochenen Schädel, den dicken Verband, der nur Augen, Nase und Mund freiließ, ein 6-jähriger Junge, vor dem ich geflohen war. An Olgas Grab würde ich wahrscheinlich auch Andi treffen. Er war jetzt 41, 6 Jahre älter als Fanny. Zum letzten Mal hatte ich ihn bei Olgas 65. Geburtstag gesehen. Er saß die ganze Zeit neben Olga mit seitlich hängendem Kopf, als könnte der die Mitte nicht finden, sprach wenig, nur wenn er noch ein Stück Kuchen verlangte, meldete er sich energisch und schien sich sonst für das Geschehen ringsum kaum zu interessieren. Aber immer wenn ich an ihn denken musste, was selten vorkam, saß er stumm und mit weißem Mull umwickeltem Kopf in meinem Erinnerungskeller. Damals war ich mir monströs vorgekommen, herzlos, gemein, niederträchtig. Den Mann mit seinem kranken Kind verlassen, einfach abhauen mit dem gemeinsamen Kind, das Schicksal hochmütig verweigern, das war nicht erlaubt. Ich konnte mich nicht erinnern, wie ich Bernhard die abgesagte Hochzeit erklärt hatte, wie ich ihm überhaupt mitgeteilt hatte, dass ich nicht zuständig sein konnte für seinen Sohn, der mehr Pflege brauchte als Fanny, ich aber Fannys Mutter war, nur Fannys Mutter,
und dass ich ihn, Bernhard, nicht genug liebte, um auch die Mutter seines Sohnes zu sein. Irgendwie muss ich es ihm gesagt haben. Es fiel mir schwer, mir diese Szene als ich vorzustellen. Ich will dieses Leben nicht, das mir plötzlich angetragen wird. Ich habe andere Pläne mit mir und meinem Kind. Ich gehe und drehe mich nicht um. So muss es ja gewesen sein. Das hatte ich getan, obwohl es mir vorkam, als sei nicht ich es gewesen, sondern eine Ruth, die es nicht mehr gab und deren Schuld mit ihrem Verschwinden getilgt war und der ich nachträglich dankbar sein musste für ihre tapfere Herzlosigkeit. Im vergangenen Jahr war ich 60 geworden. Von meinen engen Freunden war noch niemand gestorben, aber im weiteren Bekanntenkreis mehrten sich die Todesfälle. Eigentlich hatte ich nicht das Gefühl, dass es schon Zeit sei für ein Lebensresümee, aber an Tagen wie diesem drängten sich diese sinnlosen Fragen nach dem Woher und Warum ungebeten in meine ziellosen, noch immer von dem unheilvollen Traum befangenen Gedanken. Was ist so ein Ich eigentlich, dachte ich, wenn dem alten Ich das Junge so fremd ist, als gehörte es gar nicht zu ihm. Wo bleiben die ganzen Ichs überhaupt, die man in seinem Leben war und denen man das Letzte immerhin verdankt? Das Problem ist, dass man nicht als der Mensch die Welt verlässt, als der man auf die Welt gekommen ist, dachte ich, verwarf den Gedanken aber gleich wieder, weil ich mich fragte, ob nicht vielleicht das Kind, das ich einmal war, mir von allen bisherigen Ichs am vertrautesten geblieben war. An das Kind konnte ich mich gut erinnern, besser als an alle folgenden Ichs, obwohl es zeitlich am weitesten entfernt war. Die Angst vor dem dunklen Treppenhaus, wenn das Licht nicht funktionierte. Das Glück, als ich zum ersten Mal im Zirkus war. Der Kummer wegen der untreuen Freundin, die Gerüche aus den Fenstern im Hof. Das Fell eines kleinen Hundes unter der Hand, das waren warme Erinnerungen. Das Kind ist unser Urwesen, so wie der Urmensch der Ursprung des Menschen ist, unser unverwüstlicher Kern im Stammhirn, im Hypothalamus und im limbischen System. Den Steinzeit- und Bronzemenschen haben wir vergessen. Über die Antike und Renaissance wissen wir nur, was wir gelesen haben. Aber den Urmenschen können wir nie vergessen. Er lebt in uns, so wie das Kind. Der Gedanke gefiel mir. Es wäre ja auch möglich, dass wir das eine Ich vergessen müssen, wenn wir ein anderes geworden sind. Dass wir es als kalte Daten und Fakten bewahren, alles andere aber vergessen, weil wir sonst verrückt würden. Vielleicht sind die seltsamen Geschichten über multiple Persönlichkeiten, von denen es in amerikanischen Filmen vor einigen Jahren nur so wimmelte, vielleicht sind das alles nur Geschichten über Leute, die sich von ihren Ichs nicht trennen konnten, und in denen dann alle möglichen Stimmen durcheinander redeten. Sogar für die einfache Schizophrenie wäre die Überlegung, ob es sich dabei um eine missglückte, zwanghafte Ich-Bewahrung handeln könnte, möglicherweise sinnvoll. Das Telefon unterbrach mich in meinen anthropologischen Mutmaßungen. Fanny wollte wissen, ob wir gemeinsam zum Friedhof fahren sollten. Ich hätte hinterher einen wichtigen Termin und brauchte mein Auto, sagte ich. Wir verabredeten uns vor dem Friedhof. Ich hatte keinen Termin, wollte aber von Fanny, die sicher nach dem Begräbnis mit der Familie zum Essen oder Kaffee trinken gehen würde, nicht abhängig sein. Auch als Mutter hat man wenigstens zwei Ichs, dachte ich. Wahrscheinlich sogar drei oder vier. Das vierte kannte ich noch nicht. Am Anfang war das Wunder, denn auch das gewöhnlichste Wunder der Welt, an dem jede Maus, jede Katze, eben jedes Säugetier, vorausgesetzt es war weiblich, teilhaben konnte. In mir war auf eine biologisch erklärbare und trotzdem nicht zu begreifende Weise etwas gewachsen, das an einem Tag noch ganz zu mir gehörte, in meinem ungeheuren Bauch, und am anderen Tag ein eigener Mensch war. Darüber zu sprechen war müßig, weil es an jedem Tag weltweit viel zu oft passierte und das schon seit Tausenden von Jahren. Trotzdem blieb es ein Wunder, jedenfalls für jede, der es widerfuhr. Das erste Mutter-Ich lebt im Zustand des reinen Glücks, das mit jedem Tag vollkommener wird, denn das Objekt seiner Liebe erhebt es mit wachsender Bewusstheit ins Göttliche, zur Quelle allen Glücks.
und wer das unersetzbare Glück eines anderen ist, vergisst die Fragen nach dem Sinn seines Daseins. Er, in diesem Fall sie, hat ihn gefunden, wenigstens für 10, vielleicht 11 Jahre, bis das Kind zu ahnen beginnt, dass die Mutter nur über den allerkleinsten Teil des Glücks in der Welt verfügt, dass sie manchem Glück sogar im Wege steht. Vielleicht denkt das Kind auch hin und wieder, mit einer anderen Mutter wäre es ihm besser ergangen. Ganz allmählich schuf es sich einen mutterfreien Raum. Zum Glück der Kinder flüchten die meisten der entthronten Mütter in ein Doppelleben. Ihr erstes Mutter-Ich leben sie in der Erinnerung fort und nähren daraus ihre Kraft, die Zurückweisungen, Kränkungen und Schuldsprüche der folgenden Jahre zu ertragen. Viele schaffen sich Hunde an. Vielleicht ergeht es den Vätern ähnlich, aber von Vätern verstand ich nichts. Ich hatte keinen, jedenfalls nicht lange. Mit der letzten Tasse Kaffee ging ich auf den Balkon. Es war erst 9:30, vor 10 müsste ich nicht aufbrechen, die Blumen hatte ich schon gestern Abend geholt. Im letzten Jahr hatte man mir den Blick in den Himmel halbiert. Auf das Flachdach des Neubaus gegenüber wurde ein 5. Stockwerk gesetzt mit einer Terrasse, auf der ich noch nie einen Menschen gesehen hatte. Ich zündete mir eine Zigarette an, legte den Kopf in den Nacken und verfolgte einen zarten Wolkenschleier, der langsam über das Terrassendach in meine Richtung segelte. Als er senkrecht über mir stand, änderte er plötzlich die Richtung und zog in der gleichen Spur zurück, auf der er gekommen war. Ich schloss die Augen, öffnete sie wieder, der helle Himmel blendete mich, das Bild zersprang in flimmernde Punkte, ein Himmelsbild wie von Monet gemalt. Es blieb dabei. Der kleine Wolkenfetzen flog rückwärts als einziger, während alle anderen, kompakteren Wolken sich von dem sanften, aus Westen wehenden Wind über meinen Kopf und weiter über das Dach meines Hauses ostwärts treiben ließen. Es konnte nur eine optische Täuschung sein, dachte ich, oder ein seltsames Strömungsphänomen, das ich noch nie beobachtet hatte. Ich suchte das Wölkchen im Himmelsstück über der Terrasse, fand es aber nicht mehr. Es hatte sich aufgelöst oder war mein Blick entzogen oder es hat es gar nicht gegeben. Das Flirren vor meinen Augen blieb. Das Haus gegenüber, die Fenster, das Dach, die Krone der Platane lösten sich unter meinem Blick in tanzende, farbige Punkte auf, die jeden Augenblick davonfliegen könnten, um sich an anderer Stelle wieder zusammenzusetzen. Ich bedeckte die Augen mit der Hand, zog ein paar Mal tief und ruhig an der Zigarette. Hinter den geschlossenen Lidern sah ich immer wieder, wie die kleine Wolke auf mich zuschwebte, um dann, wie von einem Willen gelenkt, die Richtung zu ändern. Ich suchte nach einer Bedeutung, fand keine, die sich widerstandslos in meinen Erfahrungshorizont gefügt hätte und entschied mich für die optische Täuschung. Auch als ich die Augen wieder öffnete, blieben die Konturen der Gegenstände seltsam beweglich, verdoppelten sich, zitterten, als befände sich alles um mich im Zustand drohender Auflösung. Ich war beunruhigt, fühlte meinen Puls, er schlug fest und ruhig hinter der Gefäßwand. Meine Gedanken streiften flüchtig die Wörter Schlaganfall und Herzinfarkt, aber außer meinen irritierten Augen störte nichts mein Wohlbefinden. Ich hatte wohl nur zu lange in das gleißende Licht gesehen, dachte ich, und zog mich zurück in die Wohnung. Ich sortierte das Frühstücksgeschirr in die Spülmaschine, der Versuch, den Schreibtisch aufzuräumen, misslang, weil die Buchstaben auf den Zetteln und Briefen zappelten und zuckten wie Insekten, die mit ihren Beinchen in einer Honigpfütze festklebten. Im Radio lief eine Sendung über Darmkrebs und Vorsorge mit Hörerbeteiligung. Eine 68-jährige Hörerin aus Großburg-Wedel wollte von dem Professor aus Hamburg wissen, ob hartnäckige Verstopfung zu Darmkrebs führen könne. Ich schaltete ab. Ich verabscheute medizinische Ratgebersendungen, erst recht, wenn es um Verstopfung und Gedärm ging. Olga war mit ihren Krankheiten schamhaft umgegangen. Bei unserem letzten Gespräch, als wir unsere Verabredung verschoben hatten, sprach sie von Leibschmerzen, nichts Schlimmes, sie fühle sich nur nicht so gut. Ihre Stimme klang fest, nicht leidend, eher zuversichtlich. 3 Tage später kam sie ins Krankenhaus, es war ein Darmverschluss, sie wurde operiert, eine Lungenentzündung kam hinzu,
dann multiples Organversagen. Nach einer Woche war sie tot. Wenn ich an Olga dachte, erschien sie mir immer in dem gleichen Bild. Sie saß aufrecht im Sessel, die Beine eng beieinander, die Hände ineinander verschlungen auf den Oberschenkeln, das Haar am Hinterkopf zu einem Dutt gebunden. Sie trug eine dunkelblaue Strickjacke über einer hellen Bluse und einen schmalen, die Knie bedeckenden Rock. Es wäre übertrieben gewesen, Olga als eine elegante Erscheinung zu bezeichnen, obwohl ihre Art, den Rock, die Bluse und Strickjacke zu tragen, elegant wirkte. Jedenfalls fiel mir immer dieses Wort ein, wenn ich Olga zu beschreiben versuchte. Oder ich sagte, Olga sehe aus wie das Idealbild einer Pfarrersfrau oder als stamme sie aus einer alten Offiziersfamilie. Als ich sie kennenlernte, war Olga 55 Jahre alt und ihr ovales, sanft konturiertes Gesicht immer noch schön. Am schönsten waren Olgas Augen, die mich immer an ein bestimmtes Marienbild von El Greco erinnerten. Ein weicher Glanz lag auf diesen Augen, in denen jeder, auf den sie sich richteten, Zuneigung, mindestens Aufmerksamkeit finden konnte. An Olgas Erscheinung hatte sich in den Jahrzehnten, die wir uns kannten, nichts geändert. Natürlich war sie älter geworden, aber in ihren Konturen schmal, aufrecht und wenn das Wort modisch für sie überhaupt in Betracht kam, gleichbleibend altmodisch, war sie bis zum Schluss die gleiche geblieben. Ich war im dritten oder vierten Studienjahr, als Bernhard mich an einem Sonntag seinen Eltern vorstellte. Olga hatte einen Apfelkuchen gebacken. Ich erinnerte mich an ein Kaffeeservice mit Jagdmotiven, das ich spießig fand. Damals fand ich wahrscheinlich alles spießig, was nicht dekorlos und bauhausähnlich war. Und spießig war eher ein Synonym für bürgerlich und bürgerlich war ein Schimpfwort. Das Gegenteil von bürgerlich war modern. Für meine Mutter und den Genossen Keller war das Gegenteil von bürgerlich sozialistisch. Und in den Jagdszenen auf dem Kaffeeservice hätten sie vermutlich eine Verherrlichung des Feudalismus entdeckt. Das Kaffeeservice, der Dutt, die cremefarbene Bluse, Andi, der seine Großmutter Mama nannte, weil seine leibliche Mama sich mit einer Postkarte von ihm verabschiedet hatte, das alles gehörte zu meinem ersten Bild von Olga. In meine Sympathie für Olga hatte sich auch immer eine Spur Mitleid, mitunter sogar Verachtung gemischt. Olga, die Mutter, Ehefrau, Großmutter, die ihr eigenes Leben verpasste. Auch hinter Olgas Liebe zu Andi, den sie 6 Jahre lang aufgezogen hatte, als wäre er ihr eigenes Kind, hatte ich vor allem die Leere vermutet, die Olga nach dem Auszug ihrer erwachsenen Kinder zu füllen suchte. Ich kannte bis dahin keine Frauen wie Olga. Meine Mutter und deren Freundinnen verdienten ihr eigenes Geld und liebten ihre Berufe, jedenfalls behaupteten sie das, auch wenn die so unsinnig waren, wie der in einer sozialistischen Nachrichtenagentur mit der dicken Doro als Chefin. Allmählich gewöhnte ich mich an meine Sehstörung, die immerhin die Dinge an ihrem Ort beließ und somit die Orientierung nicht behinderte. Außerdem handelte es sich ganz gewiss nicht um eine plötzliche krankhafte Veränderung, nur um eine vorübergehende Irritation, einen Ausnahmezustand, der, wenn man sich erst einmal mit ihm abgefunden hatte, durchaus seinen Reiz hatte. Die Verwandlung des Alltäglichen in seine impressionistische Variante. Möbel, Wände, Bilder und Vasen, die sich mal in tanzende Punkte auflösten, mal in zart schwingende Wellen. Nur wenn ich an Olga dachte, erschien sie mir in klaren Konturen inmitten der flirrenden Gegenstände. Wie von Liebermann gemalt, saß sie aufrecht im Sessel, den Kopf leicht geneigt, als wollte sie mir ihre Gesprächsbereitschaft zu erkennen geben. Was veränderte sich durch Olgas Tod eigentlich? Wir hatten uns nur noch selten gesehen, ab und zu miteinander telefoniert und ich hatte oft ein schlechtes Gewissen, wenn mir plötzlich einfiel, wie lange mein letzter Besuch bei Olga zurücklag. Trotzdem hatte der Gedanke, dass es Olga gab, immer etwas Beruhigendes, Wärmendes gehabt. Und jetzt kam es mir so vor, als wäre die Gewissheit, dass es Olga gegeben hatte, ebenso tröstlich. Solange du in unserer Erinnerung lebst, bist du nicht tot. Das war so ein Satz, den man nicht ernst nahm, wenn man ihn auf Grabsteinen oder in Todesanzeigen las. Aber genau so war es.
Ich konnte Olga noch gar nicht vermissen, weil sie nicht abwesender war als in den letzten Monaten, als sie 10 oder 11 Kilometer entfernt von mir gelebt und nur das Wissen umeinander uns zusammengehalten hatte. Olga war tot. Aber was hieß das, wenn Olga doch gerade deutlich erkennbar mir gegenüber saß und mich ansah, als wartete sie nur darauf, von mir angesprochen zu werden? Ach, Olga, sagte ich in den Raum, weniger eine Ansprache als ein kleines geseufztes Gedenken. Ach, Olga. Ja, gut. Meine Verwirrung entlud sich in einem nervösen Lachen. Bist du wirklich da oder träum ich jetzt? Man muss nur lang genug an etwas denken, sagte Olga. Sie sah nicht aus wie ein Geist, sie klang nicht wie ein Geist. Sie saß mir leibhaftig gegenüber und sprach zu mir wie immer. Olga, sagte ich vorsichtig, als setzte ich einen Fuß auf dünnes Eis. Olga, ich musste gerade daran denken, wie du eines Abends, weißt du noch, was? Wie du eines Abends zu mir gekommen bist, nachdem ich Bernhard verlassen hatte. Plötzlich standst du vor der Tür mit einem Strauß Margariten und einem Brummkreisel für Fanny. Du hattest dich nicht mehr bei uns gemeldet und wir wollten Fanny nicht verlieren, sagte Olga. Ich dachte, ihr müsst mich verabscheuen, Hermann und du. Hermann war schon immer ein Patriarch und du hättest nie getan, was ich getan habe. Du hättest niemals den Vater deines Kindes mit seinem kleinen, kranken Sohn verlassen. Olga strich ihren Rock glatt, obwohl nicht die kleinste Falte darauf zu entdecken war. Nein, das hätte ich sicher nicht getan. Ich habe mich furchtbar gefühlt und geschämt. Du hast dich schuldig gefühlt. Aber du bist trotzdem gegangen. Ich habe dich für deinen Mut bewundert. Olga sah mich lange an, als suche sie in meinem Gesicht nach den Spuren, die meine Entscheidung hinterlassen hatte, sagte dann, weißt du, Schuld bleibt immer, so oder so. Das hast du auch an diesem Abend gesagt, genau so. Schuld bleibt immer, so oder so. Den Satz habe ich nicht vergessen und dass gerade du ihn gesagt hast. Ich weiß, du hast mich für eine tuttelige Hausfrau gehalten, sagte Olga. Seit diesem Abend nicht mehr. Wir haben eine ganze Flasche Wein getrunken und du hast erzählt, dass du in Königsberg auf der Schauspielschule warst. Dich als Schauspielerin konnte ich mir nicht vorstellen, du warst zu schamhaft. Zu schamhaft? Ach, vielleicht. Aber das konnte ich nicht herausfinden. Erst kam der Krieg, dann Hermann, dann die Kinder. Ich wäre gern Schauspielerin geworden. Olga lachte, streckte die Arme graziös über den Kopf und sah für ein paar Sekunden aus wie auf dem Foto, das ich einmal gesehen hatte. Olga, sehr jung, fast noch ein Mädchen, mit sanften, erwartungsvollen Augen, die Stirn verschattet von einem großen weißen Hut mit einer dunkelblauen, weiß gepunkteten Schleife. Ich habe dich auch bewundert, sagte ich, weil du nicht so warst wie ich. So ist das, sagte Olga, man will immer sein, wer man nicht ist. Ich wäre gern gewesen wie du, ein bisschen jedenfalls, und du wie ich, aber man hat nur ein Leben. Du hattest ein Leben, ein einziges, ganzes Leben. Ich hatte 4/4 oder 6/6 und an manche kann ich mich kaum erinnern. Du musst jetzt gehen, sonst kommst du zu spät zu meiner Beerdigung, sagte Olga und begann schon, sich in der allgemeinen Unschärfe aufzulösen. Halt, warte noch, rief ich. Aber über den Sessel, in dem eben noch Olga gesessen hatte, flatterte nur der Schatten des Vorhangs, den der Wind in der offenen Balkontür blähte. So, jetzt macht sie sich auf den Weg zum Friedhof, trotz ihrer Komplikation mit den Augen, und streitet sich unterwegs mit ihrem Navi, findet den Weg nicht, also findet den Friedhof nicht, und landet in einem Park ziemlich erschöpft und entnervt. Und da lese ich jetzt weiter. Nach ein paar Schritten über einen von dicken Wurzeln durchzogenen Weg umfing mich kühles, zerfließendes Grün, in dem ich erst nach und nach kleine, weißschäumende Inseln wahrnahm, blühende Sträucher, Spirea vielleicht oder falscher Jasmin. Ein süßer Blütenduft hing in der Luft und mir war, als hätte meine Irrfahrt mich zu einer Oase der Seligkeit geleitet. Ich setzte mich auf eine Bank, atmete ein paar Mal tief ein und aus,
wobei ich wohl leicht geseufzt haben muss, denn plötzlich fragte eine Stimme, die nur Olgas sein konnte, seufzt du vor Erleichterung, nur weil du nicht bei meiner Beerdigung sein musst? Aber du bist doch selbst nicht da, wenn du hier bist. Ich kann jetzt überall sein, hier und da, sagte Olga und streckte ihre Beine unter dem langen weißen Totenhemd weit von sich. Ich komme ein anderes Mal, allein, sagte ich. Wie im Leben, sagte Olga. Ja, nachdem Hermann mich rausgeschmissen hat, weil ich bei deinem 65. Geburtstag ein Glas Rotwein auf Rosis neues, lachfarbenes Kleid geschüttet hatte. Weißt du noch? Olga lachte. Sie hat das Kleid später schwarz gefärbt, aber der Fleck ist geblieben. Ich weiß gar nicht mehr, worüber ihr gestritten habt. Sie legte ihren Kopf leicht in den Nacken, saß eine Weile reglos wie ein witterndes Tier, als suche sie in den vorbeiziehenden Luftschwaden nach ihrer verlorenen Erinnerung. Es ging um Hendriks Buch, sagte ich. Ich fand seltsam, dass Olga sich an den Fleck auf dem schwarz gefärbten Kleid erinnerte, aber nicht an den vorangegangenen, folgenschweren Streit, den ich wie eine jederzeit abspielbare Filmszene gespeichert hatte. Hendrik, mit dem ich damals schon einige Zeit zusammenlebte, hatte seinen Roman nach jahrelangem Querelen mit der Zensurbehörde beim Suhrkamp Verlag in Frankfurt am Main veröffentlicht. Und Rosi, deren Freundin im Kulturministerium arbeitete, hatte behauptet, schon so einiges darüber gehört zu haben. Was sie denn so gehört habe, wollte ich wissen. Und Rosi sagte, das Buch solle ja ziemlich provokant sein, worauf ich sagte, es komme darauf an, wer das Buch liest. Naja, sagte Rosi darauf mit diesem dämlich hochmütigen Lächeln der Wissenden, das in mir jedes Mal die Lust aufkommen ließ, in so ein lächelndes Gesicht einfach reinzuschlagen. Naja, sagte Rosi, wenn man solche Reizwörter wie Stasi und Mauer in ein Buch reinschreibt, dann muss man sich doch nicht wundern, wenn es nicht gedruckt wird. Aber die Mauer und die Stasi gibt es doch, sagte ich. Bernhard, der bis dahin mit seinem Vater gesprochen, aber offenbar den Disput zwischen seiner Frau und mir mitgehört hatte, mischte sich ein. Ein Roman sei schließlich kein Lexikon, in dem alles vorkommen müsse, was es gibt. Die Literatur lebe von Metaphern und Gleichnissen und nicht von der plumpen Benennung der Wirklichkeit. Man müsse nicht die Wörter Stasi und Mauer benutzen, um über Gewissensnöte zu schreiben. Muss man nicht, sagte ich, aber darf man auch nicht? Rosi schüttelte verständnislos den Kopf. Mein Gott, Ruth, nun stell dich doch nicht dümmer, als du bist. Wenn jemand Mauer und Stasi schreibt, dann will er offenbar, dass sein Buch nicht gedruckt wird. Jedenfalls nicht hier bei uns. Sie nippte an ihrem Wein und sagte wieder mit diesem Lächeln und die Augen irgendwo unter die Decke gerichtet, ist ja vielleicht auch reizvoller, das Honorar in Westgate zu kassieren. Ich öffnete den Mund, um etwas zu entgegnen, aber ehe mir eine Antwort auf Rosis Ungeheuerlichkeit eingefallen war, hatte mein Arm sich selbstständig gemacht und das volle Weinglas, das ich gerade in der Hand hielt, über Rosis neues, lachsfarbenes Kleid geschüttet. Rosi schrie auf und stürzte weinend ins Bad. Bernhard holte einen Lappen aus der Küche, um den Wein aufzuwischen, der Rosis Kleid verfehlt hatte. Ich rief ihm wütend ein paar Schimpfworte nach, wovon Gesinnungslumpen zu den Harmlosen gehörte, und zündete mir mit zitternden Händen eine Zigarette an. Ich wusste nicht mehr, warum ich gerade an diesem Tag die Beherrschung verloren hatte. Vielleicht hatte ich einfach zu viel getrunken. Aber ich erinnerte mich an Olgas hilfesuchenden Blick, den sie mal auf ihren Sohn, mal auf mich richtete, bis Hermann auf den Tisch schlug, dass Gläser und Teller klirrten und mit patriarchalischer Schärfe in der Stimme Respekt vor der Mutter und ihrem Ehrentag forderte. Wer sich nicht dazu imstande sehe, müsse gehen, sagte er. Ich rief Fanny, die mit den anderen Kindern im Garten spielte, und ging. An Olga schrieb ich einen Brief, in dem ich mich für meine Entgleisung entschuldigte und ankündigte, ich würde bei nächsten Gelegenheiten Fanny allein schicken, da ich nicht garantieren könne, mich in Zukunft besser zu beherrschen. Kurz darauf rief Olga an und sagte, besuch mich doch allein, das ist besser, für alle. Seitdem habe ich Bernhard nicht mehr gesehen, bis auf einmal, als wir schon in Schöneberg wohnten. Und daran kannst du dich nicht erinnern, fragte ich. Ist das noch wichtig? Eigentlich habt ihr immer gestritten, Rosi, Bernhard und du, sagte Olga.
Ich erinnere mich nur an einen einzigen langen Streit. Schließlich muss ich jetzt ein kleines Gepäck für die Reise packen. Und dann war Olga plötzlich verschwunden. Ich saß allein auf der Bank, Olgas Stimme noch im Ohr. Der Park, der mir gerade noch menschenleer erschienen war, hatte sich auf geheimnisvolle Weise bevölkert. Überall auf den Wiesen und Wegen lagen, saßen, liefen Leute. Einige hatten es sich sogar auf den unteren Ästen alter Bäume bequem gemacht. Seltsam war, dass ich manche Menschen so deutlich und scharf erkennen konnte wie Olga, andere nur verschwommen, wie ich auch die Bäume und Sträucher, die Bank, auf der ich saß, immer noch in tanzender Partikelgestalt wahrnahm. Aber ich hatte mich wohl längst damit abgefunden, dass an diesem Tag Dinge geschahen, an die ich eigentlich nicht glaubte. Sonst hätte ich es nicht möglich, wenn auch nicht normal gefunden, dass die tote Olga aus dem Radio zu mir sprach oder plötzlich neben mir auf der Parkbank saß und ebenso wieder verschwand. Ich blieb allein auf der Bank und überlegte, was ich mit diesem angebrochenen Tag anfangen wollte. Die Möglichkeit, nach Hause zu fahren, mir kalte Kompressen auf meine verwirrten Augen zu legen und abzuwarten, dass die untergehende Sonne den Spuk dieses Tages beenden würde, schloss ich aus. Immerhin war es noch die Stunde, in der Olga aus dem Leben verabschiedet wurde, und wenn ich auch nicht mit den anderen an ihrem Grab stand, sollte diese Zeit doch ihr gehören. Ich blieb sitzen, schloss die Augen und gab mich ganz meinem unerklärlichen, rauschhaften Zustand hin. Ich musste wohl für einige Minuten eingeschlafen sein. Ein Geräusch schreckte mich auf, das ich im Halbschlaf für das Knistern und Knacken eines nahen Feuers hielt, das sich im Wachsein aber als das wilde Zerknautschen einer sperrigen Papiertüte erwies, aus der der Mann neben mir vermutlich die Zuckerschnecke gezogen hatte, die er nun zwischen den Lippen hielt, während er mit beiden Händen die Tüte zu einem Papierball knetete, um ihn dann mit der Fußspitze auf die Wiese zu kicken. Er zog eine Bierflasche aus der Jackentasche und öffnete sie mit den Zähnen. Ich ließ mein Feuerzeug fallen und rutschte, während ich es aufhob, wie versehentlich an den äußersten Rand der Bank. Ich hätte auch aufstehen und einfach weggehen können, scheute mich aber, den Mann, dessen Aussehen und Gebaren mich zwar abschließen, zugleich aber auch mein Mitleid erregten, durch einen demonstrativen Aufbruch zu verletzen. Als er mich ansah, verstörten mich die wachen, wasserblauen Augen in seinem vom Alkohol gezeichneten Gesicht, das wie bei den meisten Säufern etwas Affenartiges hatte. Ich hatte mich schon früher gefragt, ob unsere zivilisatorische Haut wirklich so dünn war, dass man sie sich einfach wegsaufen konnte und gleich darunter der Affe zum Vorschein kam. Diese hellen blauen Augen mit dem herausfordernden, fast dreisten Blick erinnerten mich an etwas oder jemanden. Und während ich in meinem Gedächtnis nach der Deckung für mein Gefühl suchte, fiel mir auf, dass ich den Mann nicht verpixelt, sondern so deutlich wie Olga sah, und fragte mich, was das zu bedeuten hatte. Der Mann löste mit einem schmatzenden Geräusch den Hals der Bierflasche von seinen Lippen, sah mich dabei unverwandt an, schüttelte sich und sagte, so viel Abscheu in so schönen Augen, das kann ich nicht ertragen. Sie dürfen gehen, Gnädigste. Er artikulierte scharf und dehnte die Worte, als wäre jedes von ihnen kostbar. Ich kannte diesen Ton. Er passte zu den Augen. Bruno? Er drehte sich mit dem ganzen Körper zu mir, hielt, um seine Ratlosigkeit zu demonstrieren, sein Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger, fuhr mit seinen Augen immer wieder über mein Gesicht. Und Sie? Wer sind Sie? Ruth, sagte ich, Hendriks Frau, damals. Bist du wirklich Bruno? Ich dachte, du wärst tot. Natürlich bin ich tot, sagte der Mann. Säße ich sonst in diesem ungeselligen Park statt in einer gehörigen Destille unter ehrlichen Trinkern? Kein Zweifel, der Mann war Bruno. Aber warum saß Bruno, wenn er doch tot war, neben mir auf der Bank, wie gerade noch Olga, die auch tot war? Ich glaubte weder an Gott noch an Globuli, ließ mir nicht aus der Hand lesen, auch keine Horoskope erstellen, und plötzlich erschienen mir Tote und ich sprach zu ihnen wie zu Lebenden. Später habe ich manchmal gedacht, es hätte alles mit der kleinen Wolke angefangen, deren eigenwilligem Rückflug über den grellen Himmel ich so lange verfolgt hatte, bis ich nicht mehr klar sehen konnte.
Ihr geheimnisvoller Richtungswechsel hatte mich in ihren Bann gezogen, mich selbst auf Abwege und in diesen Park geführt. Aber das dachte ich erst später. An jenem Tag im Park sprengte nichts von dem, was ich noch erleben sollte, meine Vorstellung von Normalität, als wäre ich für einen Tag selbst ein Teil dessen gewesen, woran ich nicht glaubte. Aus Bruno quoll ein dunkles Geräusch wie das Grollen in einem Hohlkörper, was aber ein Lachen bedeuten sollte. Hendrik, sagte Bruno fast zärtlich, dann noch einmal heftig, Hendrik, der Verräter, abgehauen, als er den Erfolg witterte. Der große Exeget der Freundschaft, die ihm dann das Bier nicht wert war, mit dem er darauf angestoßen hat. Mein Freund, ich brauche dich wie eine Höhe, in der man anders atmet. Und als er sich die Lungen vollgepumpt hatte und meinen Kopf geplündert, hat er sich davon gemacht und auf die Freundschaft beschissen. Er nahm geräuschvoll einen Schluck aus der Flasche, wandte sich mir zu, wobei er den Kopf leicht nach hinten lehnte, als wolle er mich begutachten wie ein Gemälde. Nehmen Sie meine Rede nicht so ernst, Gnädigste, sagte er. Es ist nur der Phantomschmerz, wie auch mein Bier nur ein Phantombier ist, alles reine Simulation. Es wirkt so echt, sagte ich. Echt? Meinen Sie damit wie im Leben? Echt wie das Leben? Was hieße nur, das Leben sei echt? Mit dem Tod verhält es sich wie mit der Kunst. Der Ausdruck des Schmerzes auf Leinwand gebannt überdauert den Lebensmoment, dem er entliehen war, um eine Ewigkeit. Auch die Ursache des Schmerzes interessiert nicht mehr. Nur der ewige, alle je gefühlten Schmerzen vereinende Schmerz auf dem Bild bleibt. Denken Sie an Munks Schrei. Müssen wir wissen, welches Entsetzen die Person, von der man nicht einmal sagen kann, ob sie Mann oder Frau ist, Mund und Augen so aufreißen lässt? Jeder Sterbliche kennt dieses Entsetzen in sich. Und jedermanns Entsetzen, auch das der Toten und noch Ungeborenen, ist für immer bewahrt auf diesem Bild. Echter als das beliebige Entsetzen irgendeines Lebendigen. Der Tod ist wie die Kunst. Dem verkommensten, verfehltesten Leben folgt er als erhabener Schluss. Der Tod adelt Betrüger, Mörder, Säufer und alle anderen tun nicht Gute. Er nimmt sie gnädig zurück als misslungene Schöpfungsversuche der Natur in das große Recycling-Depot, wo Gut und Böse einträchtig vermodern. Glauben Sie mir, Gnädigste, nichts ist echter als der Tod. Das Leben ist reiner Zufall, allein unsere Zeugung ist ein Witz. Man stelle sich vor, ein Mann und eine Frau, die in nüchternem Zustand niemals zueinander gefunden hätten, von der Laune der Trunkenheit und, sagen wir, einem romantischen Mondlicht getrieben, vereinen sich für eine Nacht. Schon haben wir die zufälligen Eltern. Der nächste Zufall ist, ob so ein Spermalein nun sein Ziel findet oder nicht. Dann, ob die Mutter, nachdem sie uns empfangen hat, uns auch behalten will und für den Fall sie will, mit welchem Erbgut ausgestattet wir dann unser Leben zu bewältigen haben. Schön oder hässlich, begabt und klug oder mit Dummheit geschlagen, wie die meisten, stark oder schwächlich, alles nur Zufall. Welch eine demütigende Voraussetzung für ein Leben. Der Tod aber ist ein Ritter, ehrlich und zuverlässig. Für den Tod gibt es keinen Zufall, er lässt niemanden zurück. Und erst im Dunkel des Todes erscheint unser Leben im rechten Licht. Während seiner Rede hatte Brunos deformiertes Säufergesicht sich wundersam geglättet. Das Affenartige war verschwunden und Bruno sah wieder aus wie damals, als er und Hendrik noch Freunde waren. Ich dachte darüber nach, ob es stimmte, was er gesagt hatte, ob sein Tod und sein Leben tatsächlich erhellt hatte. Bruno schien meine Gedanken zu kennen. Was wir nach seinem Tod über ihn gesprochen hätten, wollte er wissen. Ich sagte, wir hätten nach seinem Tod nicht anders über ihn gesprochen als davor. Er sei so lange gestorben, dass wir uns schon zu seinen Lebzeiten mit seinem Tod abgefunden hätten. Nein, Gnädigste, so leicht kommen Sie nicht davon. Geben Sie zu, ihr wart erleichtert, als ich endlich tot war, als dieses versoffene, gedächtnislose Wrack endlich das Atmen aufgegeben und euch von eurer Schuld erlöst hat. Einmal hat er mich noch besucht, der Profiteur meiner Höhe, in der er anders atmen konnte. Ein einziges Mal. Ich war so besoffen, dass ich nicht gerade stehen konnte, aber nicht besoffen genug, um den Ekel in seinem Gesicht nicht zu erkennen.
Der Dreck, die Kotze, die herumliegenden Flaschen, der Sabbat, der mir von den Lippen triefte. Vor allem mein hirnloses, nicht mehr verwertbares Gelalle spiegelte sich in seinen vor Abscheu zuckenden Mundwinkeln und der Verachtung in seinen Augen. Ich nehme an, Gnädigste, das war der Tag, an dem mein Freund mich für tot erklärt hat. So. Was ich nun vorhin in meiner Einführung nicht erwähnt habe, ist, dass Sie, Frau Maron, aus meiner Sicht wenigstens mit jedem Buch, wenigstens mit allen fiktionalen Geschichten, weiterschreiben an einem Universum, an einem maronschen Universum, in dem gedankliche Fäden weitergezogen werden und in dem ja auch von einem Buch ins nächste oder ins übernächste Figuren mitgenommen werden. Also Bruno kennen wir zum Beispiel schon aus anderen Büchern, aus Der Überläuferin und aus Stille Zeile 6. Er ist ein sehr gebildeter, galanter, rhetorisch sehr begabter Mensch, der seine Talente aber nicht in den Dienst dieses Staates stellen möchte, in dem er zu leben verpflichtet ist. Mit ihm kommt Ruth dann auch auf die Schuld zu sprechen. Das ist ja eins der großen Themen, auch eins der Themen, die sich schon lange beschäftigen in ihren Büchern. Und mit der Schuld sei es wie mit dem Hütchenspieler, sagt Bruno, es gewinnt immer, wer sie verteilt. Und über Schuld wurde auch schon nachgedacht in dem, was Sie jetzt gerade vorgelesen haben, denn Olga sagt, Schuld bleibt immer. So oder so. Können wir uns darüber weiter unterhalten, weil das ist ja eine gefährliche Aussage. Es ist eine tröstliche Aussage zum einen, es ist eine vielleicht betrübende Aussage und vielleicht womöglich auch eine gefährliche. Warum gefährlich? Also weil sie eine Verantwortung enthebt, Schuld zu vermeiden. Ja. Naja, eigentlich nicht. Man versucht ja trotzdem möglichst wenig Schuld. Ich glaube nur, man entgeht dem nicht. Also weil es Situationen gibt, die einem eine Entscheidung abverlangen, die... Also jetzt will ich gar nicht mal zwischen zwei anderen Menschen, aber ich muss ja oft entscheiden, gehe ich jetzt meinen Weg und lasse irgendwas oder irgendwen zurück oder trenne mich von jemandem oder von einer Sache. Und das wird anderen Menschen, die ich verlasse, immer als Verrat vorkommen und sie werden darunter leiden und trotzdem muss ich es tun. Also in der Liebe kennt es jeder. Und mit seinen Kindern, also ich glaube zum Beispiel, die meisten Eltern werden das wissen. Man versucht, das zu vermeiden, was man selbst erlebt hat als nicht gut, also wo man vielleicht den eigenen Eltern Vorwürfe gemacht hat. Also genau das will man mit seinen eigenen Kindern nicht tun, dafür macht man was anderes. Also vielleicht ist gerade das, was man dann gegenteilig macht, reißt ein anderes Loch. Und es ist wie mit der Decke, die man so und so lang zieht. Also irgendwo ist sie immer zu kurz, glaube ich. Und also ich bin davon überzeugt, dass kein Mensch wirklich schuldlos durchs Leben kommt, wenn ich jetzt nicht von also Schuld begreife als etwas, ja, weiß ich, dass ich einen Menschen töte oder so. Wenn ich einfach nur das nehme, was mir an alltäglichen Entscheidungen im Leben zugemutet wird, die ich treffen muss und entweder mich selbst aufgebe oder etwas anderes. Damit beschäftigt sich ja auch ein Buch, das von Olga später noch ins Spiel gebracht wird oder ein Theaterstück. Ja. Also Sie haben ja vorgelesen, sie wollte Schauspielerin werden und erzählt dann später noch in einem weiteren Gespräch,
Sie haben mal die Rolle einstudiert der Agnes aus dem Traumspiel von Strindberg. Und darin ist ein Satz, der immer wieder vorkommt, das ist schade um die Menschen. Wie sind Sie zu dem Stück denn sonst so gekommen? Naja, es spucken einem ja so Dinge im Kopf rum, von denen man gar nicht weiß. Also das kenne ich aus meinem Theaterstudium. Und Strindberg hat mich damals überhaupt sehr fasziniert. Ich habe auch nach Damaskus gelesen, was für alle anderen gestöhnt haben. Und ich weiß heute eigentlich nicht mehr genau, warum. Also für mich war Damaskus, nach Damaskus damals eine Offenbarung, überhaupt Strindberg fand ich ganz großartig. Aber wie gesagt, ich weiß eigentlich nicht mehr so genau, warum. Wobei ich es beim Traumspiel noch am ehesten weiß. Und dieses Stück fiel mir einfach wieder ein, als ich an diesem Buch schrieb. Und vor allen Dingen dieser Satz fiel mir ein, es ist schade um die Menschen. Und das kann man ja auch wirklich denken, es ist schade um die Menschen. Also wenn man einfach in Betracht zieht, was die Menschen eigentlich sein könnten und was sie am Ende immer wieder werden, dann ist es ja ein naheliegender Gedanke. Es ist auch schade um die Menschen im Vergleich zu Tieren, die das Problem nicht haben, mit den vielen Entscheidungen, denen sie nicht entkommen? Nee, das kann man ja so nicht sagen, weil die Tiere das ja eben nicht müssen. Also die Tiere, darüber rede ich ja aus, so ein Hund kann nichts falsch machen, weil er das Falsche gar nicht kennt. Aber der Mensch ist eben verurteilt dazu, zwischen gut und richtig und falsch und richtig zu entscheiden, also gut zwischen gut und böse und falsch und richtig. Und wird, weiß nicht, wie viele Entscheidungen wir täglich überhaupt treffen müssen. Ich habe mal so eine Zahl gelesen, das ist ganz ungeheuerlich und lässt dabei Fehler unterlaufen. Das ist normal. Also so ein Hund folgt seinem inneren Programm. Und auch wenn er jemand beißt, ist es in seinem Programm und nicht falsch. Also es ist nur aus unserer Sicht dann falsch auf den Hund. Der Hund verhält sich dann falsch nach unserer Norm, aber der Hund selbst hat ein anderes Programm. Und inwiefern entscheiden wir selbst? Denn auch daran wird so wenig gezweifelt in dem Roman. Da, wo es um Hirnforschung geht, da zitiert dann Ruth etwas, was sie aus der Zeitung gelesen hat, dass wir uns ja eigentlich nach der neuesten Hirnforschung nicht mehr so ganz bewusst entscheiden würden, weil unser Gehirn autonom schon vor uns. Ja, 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 das ist ja eine umstrittene These, darüber kann man ja auch, da kann man ja auch nachfragen. Also die Hirnforschung sagt zum Teil, wenn es ein Teil der Hirnforscher sagt, dass ehe wir etwas dann tun, hat unser Gehirn schon längst entschieden, dass wir es tun. So. Dann muss man trotzdem fragen, wie kommt unser Gehirn dazu? Davor hat es ja etwas gelernt, um zu dieser Entscheidung zu kommen. Also das ist ja nicht eine ganz willkürliche Entscheidung des Gehirns, sondern da haben wir ja schon jahrelang irgendwas vorbereitet, was uns zu dieser Entscheidung kommen lässt. Und die sagen aber, egal ob wir... Sie können an den Hirnströmen erkennen, was wir demnächst sofort tun werden. Und es ist dann schon gar nicht mehr in unserer Macht. Ja. Schwere Frage. Ja gut, also da will ich nicht in die Hirnforschung eingreifen. Da kann ich immer nur lesen, was die schreiben. Kommen wir dann vielleicht auf ein anderes Thema, ein leichteres, oder jedenfalls gehen Sie leichter damit um. Die Sehstörung. Also mit der wird Ruth ja aus der Normalität eigentlich entlassen. Ja. Sie haben genauso schon einmal eine andere Heldin aus den Banalitäten ihres Alltags entlassen. Rosalind Prokofsky wacht eines Morgens auf und findet sich nicht wie Gregor Samsa bei Kafka in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt, sondern ist eine gelähmte Frau. Muss deshalb nicht mehr zur Arbeit und hat Muße zum Nachdenken. Und auch in dem Roman passieren dann sonderbare Dinge und sonderbare Begegnungen. Auch in Animatriste aus dem Jahr 96 hat sich eine Frau
absichtlich die Sicht ruiniert mit einer nicht passenden Brille. Was für mich daran komisch ist, ist, dass diese Frauen, und das sagt wahrscheinlich auch etwas über den Mut, mit dem sie im Leben stehen, nicht erschrecken und nicht denken, oh Gott, was ist das, sondern ganz froh sind und dieser neuen Situation das Positive gerade abgewinnen. Also Ruth nimmt den Tag an als großes Geschenk, ist jetzt offen für die Farben, für die Düfte, für die Wärme der Sonne und spaziert dann in dem Park, in dem sie zwar anfangs genervt landet, herum, wie tatsächlich, als ob sie in einem Gemälde stecken würde, was auch zum Teil dann auf dem Umschlag zu sehen ist. Das ist der Parc Monceau von Monet. Also sie ist mit dieser impressionistischen Variante der Welt ganz zufrieden, sieht aber nicht alles verpixelt. Und das ist jetzt das Interessante an diesem Roman, dass sie so unterscheiden zwischen dem, was wirklich da ist und dem, was nur für Ruth da sein kann. Also sie sieht Olga, beschreibt sie vorhin noch ganz als die Kunsthistorikerin auch, die sie ist, also denkt an Liebermann, an El Greco, und dann aber betont sie immer wieder, Olga sitzt in klaren Konturen vor mir, auch Bruno ist klar zu sehen, also ist in ihrer Erinnerung. Anderes ist aber dann nur verpixelt und dann wohl wirklich um sie herum. Naja, das ist ja eigentlich ganz logisch, weil ihre Augen sind tatsächlich irritiert durch, kennt ja jeder, wenn man zu lange in helles Licht guckt, dass man hinterher nicht richtig sehen kann. Aber was sie sich vorstellt, was nur in ihrer Vorstellung existiert, dazu braucht sie ihre Augen nicht, das existiert in ihrem Kopf, das sieht sie eben klar, so wie sie es sich vorstellt. Also weil das ist ja alles weniger geheimnisvoll und auch nicht spukhaft. Also es ist ja eigentlich, sind es nach außen verlegte Selbstgespräche oder Reflexionen und die unterliegen nicht der Sehfähigkeit der Augen. Nur gibt es da eine Figur, eine Figur, die mir ein Rätsel aufgibt, denn später begegnet Ruth auch noch Niki, dem Hund. Der lebt. Der ist fotografierbar. Der sieht aber, was Ruth sieht. Also der weiß, dass Bruno da gestanden hat, zum Beispiel. Oder? Bildet sie sich das nur ein? Das bildet sie sich vielleicht ein. Den bezieht sie ein in ihre Erlebnisse. Das stimmt. Also es könnte ja auch sein, dass Niki absichtlich irgendwie zwischen den Realitätsebenen sich befindet. Jedenfalls sehr witzig und selbst ironisch in dem Buch ist, dass Bruno derjenige ist, der selbst auch darauf hinweist, dass er nur da ist, weil Ruth will, dass er da ist. Und zwar will sie das dann im Sinne eines Lebensresümees doch angesichts dieser Beerdigung, die sie jetzt verpasst hat, angesichts auch ihres eigenen Alters, weil sie sich eigentlich doch den Verfehlungen des Lebens stellen möchte, also den schweren Gesprächen, die sie vielleicht hätte führen sollen, nicht mehr aus dem Weg gehen möchte. Naja, das ist Olgas Tod. Also es sind ja, es kann ja in ihrem Leben noch andere Verfehlungen gegeben haben, von denen gar nicht die Rede ist. Aber hier geht es um das Verhältnis zur Tochter, das Verhältnis zu Bernhard und vor allen Dingen diese Flucht vor diesem Kind und was ja doch eine Entscheidung ist, die auch in den Augen der Welt, aber auch vor sich selbst noch sehr fragwürdig ist. Und sagt, also da nimmt ein Mensch schon irgendwie etwas auf sich an Schuld wissen. Und sie sagt ja auch, dass sie nicht oft an Anni denkt, aber wenn sie an ihn denkt, dann eben an dieses Kind, vor dem sie geflohen ist. Und aber das
dass es mit Olgas Tod nun genau zu dieser Frage kommt, auch die Aussicht, Bernhard und die Familie zu treffen. Also das ist eben vielleicht doch noch kein Lebensresümee, aber doch ein Resümee dieser Geschichte aus dem Leben. Wer dann etwas später auch noch auftaucht und auch nicht verpixelt, sondern klar zu sehen sind, Erich und Margot Honecker. Und zwar als Slapstick-Figuren irren sie durch die Gegend und suchen Obdach. Ja, die haben nicht aus der Zeit gefunden. Die leben ja noch im Jahr 1990, als sie obdachlos waren und rennen durch den Park, ja. Wieso haben sie die denn gebraucht und sind darauf gekommen, die jetzt zu mitspielen zu lassen? Ja, das weiß ich selber nicht genau. Also ich weiß zwei Sachen nicht. Ich weiß nicht, wie ich auf die Wolke gekommen bin, obwohl die ganz wichtig ist. Und ich weiß auch nicht, warum ich plötzlich die Honeckers durch diesen Park habe rennen sehen. Es war nur so und das habe ich gedacht, ach, das passt und gefällt mir. Und die Frage ist ja immer nicht, wie es einem eingefallen, warum hat man es geschrieben, sondern die Frage ist, warum hat man es nicht weggestrichen? Also warum hat man es stehen lassen? Und mir hat dann eigentlich gefallen, dass, also ich muss sagen, warum ich überhaupt auf die gekommen bin, zu dieser Zeit hatte Erich Honecker erschienen, nein, hatte nicht, er war ja schon tot, aber es erschien, eine Aufzeichnung aus dem Gefängnis, also aus der Zeit, als er im Gefängnis saß. Und die hatte ich gelesen, weil ich für eine Zeitung darüber was schreiben sollte. Das habe ich auch gemacht. Und es lief ein Film im Fernsehen, Der Sturz, in dem Margot Honecker auftrat. Und es war alles so absurd, was man da lesen und hören konnte. Darüber konnte man gar nicht, also man konnte wirklich nur da sitzen und sagen, die sind irre. Und als dieses irre Paar hatte ich sie nun gerade noch mal erlebt und so sind sie überhaupt in meine Gedanken gekommen und so vermutlich auch in den Park. Und dass Leute, die zu Lebzeiten, also zu Zeiten, als sie Macht hatten, wirklich ganz gefährliche Menschen waren, aber ohne Macht nur noch lächerliche Figuren sind, von denen wirklich außer Lächerlichkeit nicht viel übrig bleibt. Das war auch faszinierend und das war das, was ich aus dem Buch und aus dem Film für mich ergab. Und das habe ich versucht hier zu machen, darum ist es auch so slapstickartig geworden. Aber zum Teil sind das Sätze, die selbst gesagt haben. Also die habe ich mir gar nicht ausgedacht, weil dann hätte ich gedacht, ich tue ihnen Unrecht. Aber sie haben es gesagt. Ja, also übrigens der Film, Der Sturz, ist jetzt noch bei Vimeo abrufbar. Und dann kann man tatsächlich feststellen, dass ein Satz, der vorkommt bei Ihnen, über ein Samenkorn, ja, das in die Welt gelegt wurde, ja, buchstäblich von Margot, so ja, von Margot, ja, gesprochen wurde. Also trotz der Komik der Situation haben Sie den viel weniger in den Mund gelegt, als man eigentlich glauben könnte. Es gibt ja noch mehr Begegnungen im Buch, nicht nur so mit Erich und Margot, auch solche, die wirklich verstörend sind und dann also gerade gegen Ende stattfinden und mit denen der Leser dann auch noch sowas zu schaffen hat hinterher, also über die er länger nachdenken muss, glaube ich. Zum einen begegnet Ruth gegen Ende einem bösen Menschen. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Also sie sucht ja, fragt sich nach ihrer Schuld und sie fragt sich auch nach dem Bösen in sich selbst. Und da das Böse in uns allen irgendwie lebt, zivilisiert oder nicht, domestiziert oder nicht, kommt eben dieser böse Mensch, der einfach von sich sagt, ich bin böse. Also bekennend böse ist. Und das ist nichts weiter als die Frage nach dem Bösen, die sie sich stellt. Und wenn ich weiß oder denke, dass jeder von uns das Böse in sich hat, dann
fragt man, wo ist das Böse in mir? Und das fragt sie sich eben auch. Und da es ja in einer Auseinandersetzung nach außen, so wie alles andere auch, stattfindet, gibt es diese Figur eben. Sie machen sich eben nie leicht, diese Protagonistin, die sie sich schaffen, denn genauso schwer hat zum Beispiel Rosalind Perkowski sich gemacht in Stille Zeile 6, was nicht immer wahrgenommen wurde, auch in der Auseinandersetzung mit dem Buch, denn da steht Rosalind einem gehassten Funktionär gegenüber und der wird auch wirklich als widerlicher Mensch dargestellt. Trotzdem gesteht Rosalind sich gegen Ende oder muss sie sich gegen Ende eingestehen, dass sie selber eigentlich in ihrem Umgang mit ihm genauso schlimm geworden ist und vielleicht sogar Schuld hat an sein Sterben. Und also hier haben wir wieder eine Protagonistin, die eigentlich auch mit sich ins Gericht geht. Und das hat mir übrigens bei Stille Zeile 6 immer leid getan, dass eigentlich das, was mich an dem Buch am meisten interessiert hat beim Schreiben, bei der Rezeption irgendwie als Abrechnung mit dem Kommunismus abgehandelt wurde. Und meine Fragestellung war eigentlich eine ganz andere. Also indem sie sich auf den Kampf mit ihm so einlässt, auf die Art, verwandelt sie sich ihm an. Also sie konnte ihren Feind nicht loslassen und greift zu seinen Mitteln am Ende. Also als Person, nicht als, hier steht ja kein Machtinstrumentarium zur Verfügung, aber als Person wird sie fast so böse wie er. Und das ist eigentlich in den Rezensionen wenigstens kaum mitgelesen worden. Ja, es wurde vor allem gelesen als ein Buch über Deutschland zu der Zeit 1991. Ja. Jetzt stelle ich mal eine Rezensentenfrage in Bezug auf Zwischenspiel. Ist das auch ein Buch über Deutschland heute? Wie für Deutschland heute? Naja, gibt es da Stellen, die man auch gerechterweise deuten könnte als Kommentare auf Gegenwarts. Na, es gibt eine Stelle, die ja ziemlich deutlich ist, also wo die Ruth in der Auseinandersetzung mit den Honeckers sagt, und wenn ich denen sagen würde, in welcher Situation wir stecken, das ist irgendwie eine halbe oder dreiviertel Seite. Das ist sehr direkt. Ich weiß nicht, so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Weil ich eigentlich denke, das, was sich so zusammenbraut als Text, als Fragestellung, als versuchte Antwort, ja auch immer etwas zu tun hat mit dem Lebensaugenblick und auch dem historischen Augenblick, in dem man schreibt. Also da gerinnt dann alles zu etwas. Damit bin ich ganz zufrieden und könnte weiter über die Frage reden, aber anderes noch. Zum Beispiel haben Sie vor einiger Zeit sich auch an einer Veranstaltung beteiligt zu Ehren von Alice Munro, der Nobelpreisträgerin, zu unserer aller großer Freude, glaube ich. Das haben Sie getan zusammen mit Eva Menasse und Judith Herrmann. Nun wusste ich jedenfalls schon länger, dass Judith Herrmann eine begeisterte Leserin von Alice Munro ist und die Affinität, die sie zu Munro hat, liegt auch nahe, weil sie schreibt ja selber meistens Kurzgeschichten. Sie schreiben zwar nicht ganz lange Prosa, aber keine Kurzgeschichten. Worin besteht Ihre eigene Liebe, Affinität zu Munro, die jetzt von allen im Moment gelesen wird? Das konnte ich auch noch beobachten im Zug hierher. Da saßen gleich vier Damen um mich herum und haben auf Französisch, auf Englisch und in niederländische Übersetzung Munro gelesen. Ja, Munro ist natürlich eine bestechende, also auch bewundernswerte Erzählerin über Beziehungen zwischen
Personen, zwischen Menschen und dann offenbaren sich Geschichten so ganz allmählich und plötzlich weiß man dann plötzlich, was, wohin, was, wie geführt hat und dann kann man wieder von vorne anfangen zu gucken und fragen, wie und wie hat sie es nun dahin gebracht, ja, wie ist das gekommen, dass es plötzlich die Geschichte ist. Also bei mir ist es weniger, dass ich nun sage, ich bewundere diese Erzählung schreibt, sondern einfach, wie sie so ein Personengespinst in Bewegung setzt und zueinander und was dann am Ende passiert ist. Ich kann es gar nicht viel genauer sagen, außer dass es immer so eine Bewunderung beim Lesen ist, wie es plötzlich passiert ist und aus welchen Details und Genauigkeiten sich dann doch ein Ganzes zusammensetzt, ohne dass es zerfasert, zerfleddert oder so. Es ist auch ein sehr unspektakuläres Erzählen. Ja, und trotzdem ist es am Ende immer eine Offenbarung. Ja. Und wenn also schon jemand an einem Kosmos schreibt, sie, also Manuel sowieso, ja, am Ende hat sie eine ganze Welt geschrieben. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass Sie das eigentlich auch machen. Danke. Der Günter Grass hat gerade mitgeteilt, er schafft es nicht mehr, noch ein Buch zu schreiben. Geht in Ihnen schon das nächste? Naja, also ich, das ist eine Frage. Also immer wenn man ein Buch geschrieben hat, denkt man, jetzt fällt mir nie wieder eins ein. Und nach einer Weile fangen an, sich so irgendwie hier und da ja doch, ja, gern kann man sagen, viel mehr aber nicht.